Hallihallo und herzlich willkommen bei Prison Architect. Natürlich herzlich willkommen an euch zwei im Chat schon. Dr. Spam und Reader Area. Reader Area nach gefühlten 10 Jahren wieder dabei. Das kommt in etwa hin. So, hoch ist ja schon geladen. Es ging ja schneller als gedacht. Meine Güte. Wir müssen aber unser Knästchen hier mal irgendwie rausfischen. Das war Stream Prison. Jawohl. So. Bingeling. Bisschen holprig in die Aufnahme rein, aber das kennt man ja schon. Ah, Frosch, Moment. So. Okay, wo waren wir denn? Erstmal braucht man natürlich ein wenig Musik. Yeah. Die kommt ja heute aber sehr schnell. Sehr schnell aus der Kombüse geschossen. Alles klar. Edgar, ich weiß doch. Das habe ich nicht vergessen. Trotzdem, ich darf doch mal Reader Area sagen. Ich wechsle doch immer. So. Als letztes haben wir, glaube ich, hier die... Oh, der sitzt schon wieder einer in Einzelhaft. Wird schon seinen Grund haben. Schon ein bisschen her, ne? Seitdem wir das letzte Mal Prison Architect gezockt haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange. Nee, weiß ich echt nicht. Ich weiß aber noch, wir haben als letztes hier oben diesen Truck gebaut und der ist mir ja voll in die Hose gegangen. 5 Zuschauer von Anfang an. Alter Schwede, was ist denn da los? Hallo. Hallo an alle Zuschauer. Na nü. Ja, bei mir werden auch gerade 8 angezeigt. Keine Ahnung. Ich sehe in der Chatreihe aber nur euch beide und die Bots und mich. Ich gucke ja zwangsläufig auch mit zu, ne? So, ich würde gerne hier oben das mal ein bisschen reparieren. Jetzt 8, genau. 8 Zuschauer werden auch bei mir angezeigt. Der Gremlins, hallihallo. Das ist ja cool, dass du mal da bist. Ich konnte leider nicht bei deinem letzten, Pineview Drive Stream, da konnte ich leider nicht. Ich habe die Mail gesehen, aber hätte gerne mitgemacht wieder, aber ging leider nicht. Ja, keine Ahnung, was los ist. Sind viele da für den Start? Freut mich an alle natürlich ein herzliches Willkommen. Und ich scroll hier wieder rum. Ich hoffe, der Ton ist auch okay, weil ich habe mein Audio-Setup nach der City Skylines ja, Misere von, wann war das? Vorgestern, ne? Vorgestern, genau, wieder zurückgestellt. Und zwar, ich weiß nicht, die Folge kam, glaube ich, schon auf YouTube raus jetzt. Da hat es mir nämlich total mein Setup zerschossen, beziehungsweise die Audiospur, aber auch mittendrin. Die ist nicht irgendwie gecuttet oder so, die ist mittendrin einfach total zerhackstückt worden. Ich, keine Ahnung, hatte dann zur Folge, dass ich gestern 2 Stunden meine eigene Aufnahme gucken durfte und, nachsynchronisiert habe mit diesem furchtbaren Geräusch auf dem rechten Ohr, dieses. Boah. Ja, ich hoffe, es gefällt trotzdem. Ich habe halt versucht, die Aufnahme zu retten. Aber irgendwie kann ich mich auch nicht an dieses Never Touch a Running System halten. Ich. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Gut. Hier oben, was machen die Knete? 3800. Das ist natürlich. Das ist natürlich noch recht mau. Unsere Werkstatt hier unten. Natürlich gerade nicht am Laufen. Wann haben wir denn Arbeit? Wir haben Arbeit um 1. Jetzt haben wir. Ist ja abends. Wenn du mehr Geld hast, würde ich die Sachen, die in der Werkstatt hier verdoppeln. Wir können ja noch eine zweite Werkstatt machen oder die vergrößern. Das können wir machen, aber die Knete reicht dafür, glaube ich, nicht. Moment, Batsch. Was brauchte man denn dafür? Ein Tisch ist ja kein Problem, aber hier diese Säge. Guck mal, da 1500, 1500, obwohl es würde gehen. Es würde gehen, es würde gehen. Warte mal. Du hast ja gesagt, dadurch kriegt man dann ordentlich Knete rein. Tja, was machen wir da, was machen wir da, was machen wir da? Vergrößern hältst du für sinnvoller? Ja, 2 Werkstätten wäre ja auch blöd, ne? Ah, guck mal, da kommen License Plates oder sowas, zumindest das Material dafür, von einem müden Arbeiter.
Oh. Die schienen schwer gewesen zu sein. Das sind ja richtige Gorillas hier immer. Wo sind wir denn jetzt gerade? Wir sind hier unten. Das heißt, die können eh noch eine Runde knacken. Wie viele Leute haben wir jetzt hier eingesetzt? Das war Logistik. War das Logistik? Gefängnisarbeit, genau. Qualifizierte, drei Qualifizierte. Oder? Haben wir noch drei Qualifizierte oder haben wir insgesamt drei? Aber dann Max können vier. Benötigt Sicherheit in der Werkstatt Einführung. Gucken wir uns nochmal kurz an, ob wir da noch irgendwas machen können. Also, wann endlich mal dieser Zeitpunkt kommt, wo ich weiß, wo das hier alles zu finden ist, ne? Der läuft aber noch, ne? Vier haben beendet, drei haben bestanden. Das heißt, hier, das sind die drei insgesamt. Mhm. Dann, 100 pro Sitzung können wir uns eigentlich leisten. Aber... Komm, wir machen das eben. Wir sagen jetzt mal Materialien. Wände abreißen. Die Wände hier mal weg. So. Ein Tisch reicht ja eigentlich, ne? Dann baue ich das mal nochmal so. Warte mal. Tischsäge. Zu wenig. Was? Ach, wo gucke ich denn hin? Ich gucke auf unser Plus. Ich bin doch doof. Egal, abreißen können sie es trotzdem schon mal. Ja, dann müssen wir ein bisschen warten. Brrz. So, machen wir ein bisschen Gas hier. Da kommen schon die Arbeiter. Oh, das ging auch flott. Genau, räumt mal auf. Wie viel arbeiten denn im Putzraum? Warte mal. Logistik. Gefängnisarbeit. Max 5. Batsch. Hier können 15 arbeiten. Da 4. Wir lassen die mal da erstmal arbeiten. So. Gremlins, du warst doch eben auch live, ne? Mit GTA 5, wenn ich mich recht entsinne. Alter. Der Hopkins. Wie der die Dusche voll saut hier. Vielleicht abgesessen. 1,2 Jahre von 2 Jahren hat er schon. Ah. Da fällt mir ein, wir wollten ja auch noch so einen Begnadigungsraum haben. Wie hieß der nochmal? Das war, wieso finde ich den Scheiß nie hier? Lieferung, Verwahrung, nö. Bewährung, das war's. 5x5 muss der sein. Das kriegen wir ja hin. Der muss ja auch nur einen Tisch oder so haben, ne? Bewährung. So, ich lasse nochmal eben Gas hier geben, laufen. Ein bisschen Kohle reinkriegen. 1200 haben wir schon. Freizeit haben sie jetzt. Und gleich müssen sie pennen gehen, alle. Dann müsste es ja... Ich gucke gerade auf den Chat. Da müssten wir eigentlich wieder ein bisschen Knete kriegen. Das war zumindest... Dr. Spam, was lohnt sich denn mehr? License Plates oder hier Holz? Wir haben hier unten unsere tolle Baumfarm. Farmbaum. Und? Ne, es war noch keine Knete. Das war nur der Cashflow. 1490. Schlaft mal ein bisschen länger, Leute. So, die knacken jetzt, aber die knacken noch ziemlich lange, bis 5 Uhr morgens. Könnten wir ja eigentlich mal Nachtarbeit einführen, oder? Was machen denn Bedürfnisse? Bedürfnisse? Da. Guck mal, das sieht doch gut aus. Das sieht doch astrein aus. Ja. Nix rot zumindest. Ein bisschen was hoch. Spiritualität, Drogen, Alkohol ist klar. Alphabetisierung. Das heißt, die wollen bestimmt ein bisschen lernen.
Dramatische Musik. Oh, es hat eine Hunter gebellt. So, warte mal. Wir lassen die Nacht jetzt mal hier ein bisschen durchtickern. Und dann gehe ich nochmal in den Planungsmodus. Weil mir ist gerade eingefallen, theoretisch könnten wir das ja auch so machen. Oh, Autospeicherung. Geh mal weg. So. Bäh. Kritzel, kritzel. Und dann, da müssen 5 in die Mitte, also hier. Was? Nervöse Mausfinger habe ich heute. Ist das richtig? Das müsste richtig sein, ne? Was ist das für eine Mucke? Passt ja gar nicht. Hä? Ach so, das ist das gleiche Lied wie eben, nur schneller. Ist ja auch toll. Da kommt mir die Hektik auf. So, Holz ist mit einer dreifach größeren Werkstatt als eine Geldbombe. Da bekommt man 19.000, wenn man qualifizierte Häftlinge hat. Und dann geht's weiter um Winterferien. Okay, alles klar. Was ist mit der Musik? Moment, Moment. Komisch. Da wollte die Musik nicht so. So, wenn wir das so umbauen, die Türen nach hier setzen, dann müsste man das eigentlich genauso haben, wie wir es schon gewohnt sind. Das heißt, hier käme eine Tür hin, hier, hier, hier. Ne, das ist falsch. Hier. So, so, so. Okay, und hier natürlich dann entsprechend. Da müssen wir die wegmachen und die dazu. So, Leute, wie sieht's aus? Der in Einzelhaft war verletzt. Oh, der Van Olst. Der hat bestimmt aufs Maul bekommen. Wertung. Sicherheit, minus 5. Naja, er wird's verdient haben. Was sagt denn unser Gefahrometer da oben? Geht doch eigentlich. Low. Gefahrenstufe Low. Da wurde was nicht übersetzt. Egal. Die Knete 1800. Das heißt, ein Gerät könnten wir uns wieder leisten. Und Holz ist besser. Ja, bauen wir da noch eine Säge? Ach so, deswegen hat der Hund eben gebellt. Ach so, warte mal. Patsch! Deswegen hat der Hund eben gebellt. Jo. Macht Sinn. Macht durchaus Sinn. Dann hole ich mal nochmal eine Tischsäge, ja? Kann man die nicht drehen? Ich will die drehen. Wieso geht denn das nicht? Die anderen Dinger kann ich da auch alle drehen. Keine Tischsäge. Aber die verarbeiten da oben doch auch Metall, ne? Guck mal. Da, Blech. Lampe. Hä? Achso. Stapel. Inhalt Nummernschilder. Hydraulikpresse. Nummernschilder. Ach, die werden da erstellt und muss ich da irgendwie noch sagen, dass da hingeliefert wird? Nee, ne? Forstbetrieb. Nahrungsverteilung, Raumqualität. Information. Nee, das ist auch falsch. Doch, jetzt kommt auch Holz. Ah, jetzt kommt Holz. Aber dann wird es ja eigentlich am meisten Sinn machen, wenn man wirklich beides. Ach nee, komm. Wir bauen nochmal eine Säge dahin. In der Hoffnung. Ja. So. In der Hoffnung, dass die dann beides gleichzeitig irgendwie verarbeiten können. Für Holz braucht man ja keine Hydraulikpresse dann mehr.
Nehme ich an. So, wie lange pennt er denn noch hier, Leute? Noch 2 Stunden in etwa. Sollen wir nicht doch ein bisschen mehr Arbeit hier reinpatschen? Ich weiß nicht. Ist irgendwie 3 Stunden, reicht das echt? 3 Stunden Arbeit. Ich würde gerne, was sagen denn die Bedürfnisse? Schlaf, 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 Schlaf. Aktiv. Achso, der in Einzelhaft kann natürlich nicht pennen, ne? Hehehe. Der muss die ganze Nacht wach bleiben. Und warum rennt er da rum? Ne, nicht Lampe. Warum rennt er denn da rum? Verurteilt wegen Shoplifting. Was hat er denn da? Der hat doch... Hat er da Drogen bei sich? Da schnarcht er. Gefahrenstufe steigt. Ernsthafte Beschwerden. Wie viel mein Gaming-Kram gekostet hat? Boah. Keine Ahnung. Ich hole mir ja nie komplett PCs, sondern ich baue die immer selber zusammen. Insgesamt weiß ich nicht. Wird schon irgendwas im vierstelligen Bereich sein. Also mit allem zusammen, auch hier noch mit Mikrofon und Software, die dafür benötigt wird, etc. pp. Yeah. Komm Leute, bei der Mucke könnt ihr doch mal aufstehen hier. Eine Stunde schlafen, echt jetzt? Was machen die? Ah, er baut die Säge schon mal auf. Sehr gut. So, die Küche legt auch schon mal los fürs Frühstück. So, gehen wir mal wieder auf langsamer. Und dann, achso, scheiße, Strom. So. Einmal anknipsen. Nein. 9000, nein, um Gottes Willen, nein, nein. Nee, irgendwas zwischen 1 oder 2, so. Keine Ahnung. Das letzte Hardware-technisch war wirklich die CPU, die ich mir auch geholt habe. Und bei einer neuen CPU kommt ja auch immer irgendwie zwangsweise noch das Board dazu. Und wenn du Pech hast, auch noch RAM. Mikro ging eigentlich. Und mein kleines Mischpult, obwohl es da bessere gibt, aber bis jetzt reicht's. So, die ist da unten. Die muss nur noch angeschlossen werden. Ich hoffe, die bringen... Hier liegt noch genug Holz rum. Holt ihr das jetzt? Holst du das Holz? Mach mal hin. Die werfen ja auch Schatten. Wie cool. Ist mir gar nicht aufgefallen. Dieser Schattenwurf. Das ist ja cool. So, wo bringt er das Holz hin? Kann ich auch Folgen sagen. Ah. Einmal durch den Hof. Wo alle Wachen rumstehen. Warum gammeln die eigentlich hier im Hof rum? Oh, oh, oh. Hier tut sich was. Low und fallend. Na, ist doch nicht so dringend. Mussten wahrscheinlich nur einige auf den Pott oder so. Er bringt es in die Werkstatt. Sehr gut. Dann sollten wir nochmal die Programme hier starten. Und zwar das... Sicherheit in der Werkstatt. Einmal starten. Alle Räume belegt. Nein! Was? Läuft das noch? Ist egal. Der kann ruhig nochmal stattfinden, damit wir hier unten auch genug Leute reinpacken können. Oh, muss man die dann echt... Ah, Mist. Warte, warte, warte. Räume, Werkstatt, Werkstatt, Werkstatt. Wo ist er? Wieso finde ich das nie? Das gibt es doch nicht. Werkstatt, da. Blup. So. Was hat er jetzt? Kann nicht erreicht werden. Doch, kann er doch. Oh, willst du mich verkackeiern?